Und hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Far Cry 3. Frisch aus dem Livestream, ab ins Let's Play. Ja, hier sind wir, ohne Webcam. Und mit bedeutend flüssigerem Spiel. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die Mission schaffen. Für diejenigen, die nicht beim letzten Livestream dabei waren oder nicht den Livestream geschaut haben, was habe ich gemacht? Im Grunde genommen nicht viel. Ich habe da ein bisschen die Karte aufgedeckt und begrünt. Ich habe noch einiges vor mir. Aber zumindest da ist er mal aufgeräumt. Oh, und jetzt sind wir hier bei dem Medusa's Call. Oh ne, okay. Machen wir mal. Zwei Soldaten. Auf dem Boot ist keiner, da ist nur Anna. Eine Soldaten haben wir da hinten auf dem Boot selbst Soldaten. Oh, da haben wir aufgehängte Leute. Hm, das scheint relativ. Petrol Operators, ja, ich hätte hier gern, aber. Petrol Operator. So. Jetzt ist die mal erledigt. Den werden wir auch noch erwischen, aber den lassen wir erst obs hergehen. Wenn der gesehen wird und wir das nicht sehen, ist das blöde. Komm, beweg dich her, ja. Schöne Stealth-Mission. So. Wir haben mal zwei. Du wolltest dich schnell. Hey Jason, Zeit, diese Piraten zu erledigen. Kollegen Hammer. Es könnte natürlich sein, dass der da hinten gesehen wird. Mit Mann und Maus. So ein Kommandanten. Da steht doch ein bisschen Mutterseelen alleine in der Gegend rum. Okay. Da haben wir immer mehr Zombies, die wir wegschießen. Sind noch nicht alle drei. Okay. Die interne Spannung für mich steigt. Ich bin extrem schlecht in solchen Stealth-Aktionen. Ja, der Mann fürs Grobe. Okay. Operators. Ja, danke für nix. Ja, und während der Mission kann man nichts speichern. Ah, toll. Ah, da hinten haben wir doch. So, einen etwas wichtigeren Lappen. Sehr schön, nehmen wir mal da. Ah, da ist weg. Die hinteren sind auch alle erledigt. Also G-Munition haben wir. Die können wir aber nicht verwenden, wenn wir leise sein sollen. Das können wir doch bestimmt leise machen. Laut auch machen. Na gut. So ein Herlehnen gibt es nicht. Aber dafür schleichen. Das ist ein Fass. Das ist kein Feind. Oh, sind wir da. Einen, der schweißt.
müssen wir mit dem wegschießen. Machen wir das einfach mal. Damit. Ach du Scheiße! Das ist jetzt aber schlecht. Ja, Mission Failed, toll. Okay, schade. Hat diesmal nicht funktioniert. Mhm. Geil. Vielleicht schaffen wir es diesmal von vorne. Schauen wir mal, ob wir irgendwie da so hinkommen. Das ist aber eine blöde Position, von der ich angefangen habe. Muss man so sagen. Wo werden wir das jetzt angehen? Vor allem, wo soll man jetzt hin? Ja, genau. Richtig, sicher. Fahle wohl. Das ist. Knirsch. Okay. Die ganze Partie jetzt einfach von der anderen Seite an. Mal schauen, ob vielleicht das was bringt. Mit dieser Stealth-Mission. Das ist einfach total inkompatibel mit mir. Ich wollte eigentlich nicht stellen müssen. Entweder die Straße geht in der Richtung weiter. Geht jetzt mal weiter. Wir werden da irgendwie weiter eiern. Fahren wir nicht oben, sondern fahren wir weiter unten. Was die machen, weiß auch keiner. Wenn wir da jetzt erst einmal rüber marschieren. Den Sniper wechseln. Hier muss es vor Piraten nur so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Aha. Ah, nice. Okay. Sagen wir so, das ist jetzt interessant, aber dürfte wohl ein Checkpoint oder so gewesen sein. Ist okay. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Typen auch tatsächlich erwischen. Den Scheißer. Und breathe. Das gibt's da nicht. Toll. Ja, toll. Die Guards were alerted. Das ist doch so eine Kackmission, ehrlich. Vor allem, die kommt am Anfang vom Spiel. Genau, man hat ja sonst keine Probleme. Nein. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Aussichtspunkt, Aussichtspunkt, Schmaussichtspunkt, hä? Du bist der Aussichtspunkt. Lassen wir mit deinem Aussichtspunkt in Frieden. Du Lurch. Jetzt sollte man außen, von außen anhauen. Mal keinen. Aber wo ist denn dieser Pirat? Das ist ja dieser Commander, ist es ja nicht dieser Offizier oder so, irgendwie haben sie ihn genannt. Da ist er. Der andere schwarz doch fröhlich vor sich hin. Eigentlich sollte der Schweißer gar nichts mitkriegen, aber naja. Ja, das ist der. Aber jetzt. Endlich. Okay.
wir jetzt. Zwei Hammer. Einen Key brauchen wir noch. Das ist auch wieder seine Dreierpartie werden sein muss. Einen, der schweißt. Dann haben wir so einen Commander. Einen Operator. Schaut auch gut aus. Stehen jetzt direkt beieinander, ja. Toll ist was anderes. Ein bisschen in eine bessere Position kommen. Könnt ihr bitte von dem Schweißer weggehen? So gut. Jetzt kann er mehr sein, oder? Okay. Schaut gut aus. Jetzt zum Funkgerät. Schaut sogar sehr gut aus. Das Avoid Detection ist doch jetzt vorüber. Ist jetzt doch aufgehoben, ne? Wenn nicht, wird der nächste Schuss von der Dings von der UMB. Dieses Detection-Ding ziemlich in die Höhe treiben. Okay, und rein in die gute Stube. Okay, und dann mein Funkgerät. Nice. Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Nice! Doppeltes Geld! Das gefällt Papa! Hey! Nicht über Funk! Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner! Wir sehen es! Wir sind am nächsten dran! Das ist alarmlos, Grün? Komm hierher! Ich bin soweit. Nice! Jetzt oder nie. Reach the control of the Medusa. Also get rid of the reinforcements. Kein Problem, wenn ihr wisst, wo die Penner sind. Oh weh. Also mit der Granaten. Geht doch. So, jetzt sollten die erst noch ein bisschen herkommen. Brüllen in der Gegend, Dummer. Haut's echt. Na, aber die UMP ist wirklich gut als Waffe. Oh, 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 oh. So. Eine nochmal. Oh ja. Das war schön, aber gar nicht geplant. Okay. Mit der UMP geht's super. Nice. Ich glaub, das war's. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Piraten sagen, dass... Tristan, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Nee, alles klar. Sehr schön. Haben wir doch mal alles erledigt. Das ist ja schön. Gut, hätten wir das geschafft. Das war dann im Endeffekt doch ein bisschen flotter als erwartet. Und alles gedacht. Passt. Ja, nice. Steht dann als nächstes an. Was kann man als nächstes machen? Oh, nicht so runterspringen. Das ist ja nicht Crysis, ne? Das ist Far Cry, da hat man keinen Nanosuit an.
Achso, aber wir haben den Blödsinn abgeschlossen, okay. So, da kann man doch sicherlich. Nein, da geht's in die Richtung. Oder da kommt man her vom anderen Schiff. Ah, siehst du von da. Wir werden jetzt. So, müssen wir nochmal im Kreis laufen. Hm? Okay. Ist auch okay. Müssen wir dann hoch irgendwo. Da. Und los. Sehr schön. Der Tee ist, jetzt müssen wir wieder nach Amanaki zurück. Das kriegen wir hin. Wenn wir jetzt noch nach Amanaki düsen mit dem Auto. Eigentlich könnten wir das ja mit Fast Travel machen. Ist mir gerade so eingefallen. Machen wir das einmal. Okay. Wir sind in Amanaki und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter mit dem Let's Play. Ja. Bis dann, Leute. Servus.